Ich hoffe, es war ein schönes Wochenende, trotz der vielen Unwetter, die wir hatten. Und Ungemach, das haben wir aktuell an der Börse ebenfalls. Und wer es gesehen hat, heute Morgen der DAX schon mal tapfer niedriger aufgemacht. Hier der Index, also inklusive Gap, tapfer runter. Aber der Markt schon wieder auf dem besten Weg, hier das Ganze aufzuholen. Das Ganze macht er aber sogar so schön, diese letzte Bewegung, dass ich da nochmal den Fokus drauf bringen will. Wer das übergeordnete Bild nochmal sich angucken will, was wir für Ideen dazu haben, dazu hatte ich am Wochenende ein Video gemacht, auch hier auf finanzmarktwelt.de abrufbar, also da nochmal nachgucken. Aber jetzt wollen wir mal den Fokus auf das kurze Bild halten, denn ich weiß, dass viele ja genau darauf jetzt Wert legen. Was mache ich denn jetzt heute? Und wenn wir da mal schauen, was der DAX im Future, also quasi in dem, was rund um die Uhr läuft, mehr oder weniger rund um die Uhr läuft, sagen wir mal so, das ist eigentlich wunderschön mustergültig. Das hat eine so starke, typische Form, wie wir sie selten so schön sehen, nämlich ein echter, schöner Fünffäller, so wie es aktuell aussieht. Ich kann das hier oben mal im 4-Stunden-Chart so ein bisschen beziffern. Dann sehen wir, wir hatten eine erste abwärts, eine klar wackeligere Aufwärtsbewegung, eine Schubbewegung nach unten, eine ebenfalls wieder wackeligere Aufwärtsbewegung und aktuell diesen letzten Abwärtsarm. Ob das wirklich schon das Tief ist, es sieht optisch schön aus danach. Also es ist sehr häufig, dass das hier und das hintere Ende, ich sag mal ganz grob, ähnlich groß sind. Man kann schon erkennen, die sind mehr oder weniger in der gleichen Liga. Also das kann man gelten lassen. Insgesamt wäre es mehr als sinnvoll, dass der Kurs jetzt so langsam aber sicher dreht von der Optik. Das alleine macht das natürlich noch nicht aus. Aber wir wissen, die Marktteilnehmer gucken natürlich auch auf den Chart und sagen, oh, jetzt ist auch gut, ich glaube, ich nehme mal Gewinne mit. Und das scheint sich zu bewahrheiten, denn aktuell geht der Kurs nach oben. Wir sehen, dass der Markt sich zumindest mal ein wenig davon lösen kann. Und deshalb die ja, allseits interessante Frage, kann das damit schon alles sein hier auf der Abwärtsseite? Das wäre nicht typisch. Denn so eine fünffällige Bewegung, die kommt normalerweise nicht allein, sondern typischerweise passiert das, was man hier vorne hat, sehr, sehr gerne später nochmal. Also zu einem späteren Zeitpunkt, und da komme ich schon genau auf den Punkt. Dazwischen liegt dann sehr häufig nochmal irgendeine Korrektur, und wenn ich das ein bisschen richtig hinschiebe, dann sieht das auch schlüssig aus. Und damit hätten wir die Mindestanforderungen sozusagen für ein typisches Setback eigentlich erfüllt. Damit hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 runter, wir hätten eine A, B, C nach oben und wieder so ein Fünffäller nach unten. Das wäre ein Klassiker. Aber was ist eine Analyse ohne viele Konjunktive? Das ist wichtig, auch für uns als Charttechniker, sich die Alternativen vor Augen zu halten, damit wir wissen, was wir tun. Bleiben wir aber ganz kurz nochmal bei diesem hier. Mein Short-Trigger für diesen Fall wäre auf dieser Zeitebene jetzt das letzte Zwischentief hier. So, jetzt wissen wir aber, das kommt ja nicht immer so, wie ich das schick einzeichne. Es ist auch denkbar und mehr als typisch, wenn der Markt einfach sowas macht, beispielsweise irgendwie hier nach oben wackelt, dann wäre natürlich trotzdem das letzte Zwischentief hier ein Trigger für die Short-Seite. Es ist auch denkbar, nicht von der Hand zu weisen, dass unter Umständen, auch wenn das überhaupt nicht das wahrscheinlichste Bild ist, aus meiner Sicht, da sowas passiert. Wo ist das jetzt mit dem Trigger? Das geht gar nicht. Okay, damit haben wir schon mal ein ganz gutes Indiz dafür, dass Short nicht die richtige Richtung ist. Und man erkennt schon an der Form, das, was wir, ich mache es mal ganz plakativ, was wir auf der linken Seite haben, das ist klar korrektiv. Da haben wir Ansatzpunkte, wo man dann den Short-Trigger setzen kann. Also, wo man sagt, ja, jetzt kann ich hier Short gehen. Wenn wir sowas bekommen, diese Verhaltensmuster hier, dieses rechte oder diese beiden linken, die sind nicht gut verwechselbar. Und insofern hat man eigentlich eine gute Idee, ob man hier drauf vertrauen kann oder nicht. So, wir müssen also darauf warten, dass der Kurs jetzt nach oben kommt. Ein Klassiker wäre entsprechend die typische Fibonacci-Zone irgendwo im Rahmen dieser roten Linien. Das muss nicht exakt an so einer Linie sein. Darf auch natürlich gerne, muss aber nicht. Das kann man später nochmal verifizieren, wenn wir mehrere Marken auf gleichem Niveau haben. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass der Markt hier eine, sagen wir mal, eine klassische Zielrichtung hat. Und wer es nicht lesen kann, 12.100 ist die unterste Zone. Zumindest mal in die Nähe sollten wir kommen. Es sollte also schon da Richtung 12.000, 12.100 kommen, idealerweise sogar rein, aber nicht mehr über 12.600. Dann sind wir schon wieder übertrieben. Und wir sehen schon, dann hat das auch wahrscheinlich nichts mit dem zu tun, sondern hat das irgendwas mit
dem zu tun und dementsprechend ist dann die Long-Seite wieder interessant, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. So, meine Erwartungshaltung für aktuell, ganz gespannt drauf gucken, ob wir hier nicht nach oben konnten. Auch die Bewegung nach oben können wir doch gegebenenfalls nutzen, denn auch hier sind ja ähnliche Verhaltensmuster typisch, wenn es da mal wackelig runterkommt, hervorragend sich hier auf der Long-Seite triggern zu lassen, um dann noch weiter nach oben vorzutreten. Ob das jetzt hier passiert, ob das hier passiert, hier, hier, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber sobald so ein Muster eben erscheint, kann man sagen, jupp, habe ich gesehen, mache ich mit, kenne ich von woanders her. Hatten wir ja hier an verschiedenen Stellen ebenfalls dieses klassische, ich sag mal A, B, C oder auch hier A, B, C oder zur Not sogar hier noch kleiner und dann verschiedene Trigger-Methoden, um dann auf der schwachen Seite in dem Fall, nein, auf der starken Seite natürlich, auf der in dem Fall abwärts, dann eben mit reinzukommen. So, viel mehr kann ich hierzu gar nicht berichten. Jetzt sollten wir mal drauf gucken, was als nächstes hier passiert, um dann entsprechend dieser Ideen in den Markt zu kommen. In diesem Sinne für heute erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.